Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ach du Scheiße. Nächste Haltestelle. Gelsenkirchen-Hassel Bahnhof. Oh, geil. Richtig los, Junge. Ach, Kollege, da, egal. Nächste Haltestelle, Oberstraße. Und ich pätze hier eine Runde nach der anderen, ey. Geil. Geil, geil, geil. Das kann ja auch nur mir passieren. Ehrlich, das ist wieder typisch, Sascha. Ja, voll. Ich dachte, wir hätten schon geändert. Ja, Tobi, ich weiß. Ja, genau. Drück während der Fahrt noch die Haltestelle. Die Tür öffnen. Es gibt nichts Besseres. Viele Touren bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Was, die 212? Nee, so viele Touren generell. Ach so, ja, ist einfach. Ja, ich war ja auch stuck im RP. Ah, da hackert da gerne. Ach ja. Als Police Commander. Ah, guck mal, da kommt Justin mir entgegen. Also, ich fahre noch richtig. Falscher Fahrer. Ich fahre noch richtig, ne? Also wie gesagt, falscher Fahrplan, aber ich fahre noch richtig. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Unfassbar. Den müssen wir mal klippen. Geiler Spruch. Oh, jetzt kriege ich schon wieder Verspätung rein. Hallo. Moin. Ja, moin, kommt ein andere da reingekloppt und generiert. Wer denn? Wir, 54.000 haben wir jetzt. Moin. Und angefangen haben wir mit 41.000. Ich dachte mal, wir wären bei 50.000. Jetzt sind wir bei 44. Hast du wieder Geld? Hast du wieder Geld ausgegeben? Nee. Wir haben mit 41.000 angefangen, haben jetzt 54. Ich um Geld ausgeben. Ja, das kann er. Mieten. Ich hätte gerne eine Kurzstrecke, bitte. Oh, diese. Also der Bus kommt in die Werkstatt, ne? Also ich weiß nicht, was da los ist, aber die Tür geht mir sowas von auf den Zeiger da hinten. Ja, was ist denn mit der Tür? Ja, die geht immer wieder automatisch auf. Ja, das ist aber kein BBS-Fehler. Was soll's denn dann sein? Justin-Fehler? Du hast in den Script gibt es einen Eintrag, der dafür sorgt, dass die Tür zwischendurch immer wieder mal selber aufgeht. Die simuliert dann, als wenn da einer in der Tür stehen würde. Dein Deshalb Drucker ist def. Three stops, please. Oh, geil.
Thanks. See ya. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächster Halt Bahnhof. Geil. Danke dir, Tobi. Fahrplan ist auch am Arsch, ne? Ah. Junge, fahr mir doch nicht in die Karre rein. Was ist los bei dir? Alter. Ach ja, ja komm. Zieht der KI-Bus einfach durch? Ja. So wie die rote Ampel. Bus hat gerade ein grünes Auto gefressen. Junge, Junge. Zur Tür nochmal, das ist einfach eine Türsteuerung. Türsteuerung. Klar, es ist eine Türsteuerung, Mann. Vollpfosten. Ja, ich weiß, dankeschön. Ein Ding. Heute gratis. Mann. Was für ein Teil, das gibt's nicht, ey. Warte mal ab, bis der gute Gelenkbus zu 100% fertig ist. Ja, ich freue mich. Oh, wir haben rot. Schade. Jetzt mal, wenn ich da ankomme, kriege ich grün. Ah, siehste. Bis langsamer fahren müssen. Ausgerechnet, jetzt habe ich keinen Kontrolleur mit, ey. War bei 31 Leuten. Ach, Mann. Belastet. So. Jawoll. Da kommt wieder die Verspätung. Egal, kann ich auch nichts machen. Also nur Knallgas geben. Guten Tag. Aber wie sagt man lieber sicher ankommen und Verspätung haben als, ne? Ja. Du kennst ja das Motto. Ich drehe es einfach um. Gegenteiltag. So. Überlegt doch echt den Drucker zu ändern. Ach was. Oder eine zweite Version zu bauen. Passt doch. Den Event PC 2. Jetzt spinnt bei mir alles. Das gibt's gar nicht. Jetzt hast du den Vogel abgeschossen. Ah ja, jetzt ist er gecrashed. Das Ding ist durch. Die Zeit rennt weg.
Weil wenn er jetzt noch sagt, Fahrplan ungültig, ja, dann komm her, mein Freund. dann steigen wir in den Ring, mein Freund. Dann steigen wir in den Ring. Das ist wirklich ein Ding. Oh, hinter mir ist da ein langer Stau, das interessiert mich nicht. Das gibt's nicht, ey. Dann wunderst du dich, wenn du dann tatsächlich die Verspätung an Eik kommst, ne? Ja. Mein Stream-Element hat sich auch gerade verabschiedet. Hat sich auch abgeschossen. Läuft gut bei dir. Und wie? Das läuft halt richtig gut. Wahnsinn. Für jede eine Minute Verspätung, ja, muss ich normalerweise 1 Euro in die Betriebskasse zahlen. Das wäre doch was, ja. Oder? Ja. Und wie uns? Wie hast du jetzt an Verspätung? Weiß ich nicht, ich habe dickes Plus, guck mal da hin, ne? Da, dickes Plus. Ich guck jetzt extra wegen dir nicht mehr aufs Display. Das... Ach du blöde Tür da hinten, ey, ich schwör, ich robb die auseinander. Ja, wer nimmt auch eine aus und schwingt Schiebetür. Hallo, der Bus war da drin so gewesen, aber hast du es denn noch mal, bist du noch des Wahnsinns? Ja, wer nimmt auch einen weißen Bus mit so einer Tür? Sagen Sie mal, Herr Buspilot. Ja, Sie da. Was haben Sie denn für einen Bus? Ich bekomme einen Anschluss nicht. Was fahren Sie denn für eine Misskarre da? Was wird denn das da hinne? Selbstgespräche. Oh, hättest eine geile Kameraposition, könntest du das machen, ey. Ach, jetzt. Eigentlich mehr. Können Sie mal Gas geben? Ich muss doch pünktlich hier weg. Das ist das Problem, weil du nicht den RSG-Gelenkbus fährst. Ah. Sie können auch laufen. Wenn Sie so weiter meckern. Ah ja. Ich gebe Ihnen gleich laufen da. Ich bin 75. Sie Windelpupser. Ja, jetzt steigen Sie aus. Ah, leck, 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 das gibt's nicht, ey. Immer schön mit Kickdown fahren, Alter. Oh Gott. 10 Euro. 10 Euro. Man muss wieder drücken. Ach, das gibt's doch nicht, ehrlich jetzt. Nix Härtenrathaus, Härtenmitte. Mehr sage ich nicht. Ach, das gibt's nicht, ey. Ich jucke hier mit 20 rum und krieg Verpflegung, ey, das ist ja der Hammer. Ah, fährt auch halb Hybrid, der Klapperkasten da. Naja. Jetzt, wo du Hybrid sagst, den muss ich auch noch umbauen. Den haben wir auch.
Ein SG Repaint. Ach, du meinst denn den Iveco Hybrid? Nee, den Mercedes Hybrid. Ja, als Strafe, dass du mich so fertig gemacht hast, darfst du ein Iveco machen. Da werde ich gar nichts mehr machen. Ich hätte es eher erwartet. Hier, geh nach deinem beschissenen Plan da. Da kannst du dich selber dran setzen an den Iveco, das mache ich nicht. Ich bin kein Fan von Iveco-Gelenkbussen. Den Crossway LE, den kann ich noch verkraften, weil wir den selber bei uns haben. Aber so einen verhunzten Iveco auf gar keinen Fall. Kommt mir nicht auf den Tisch. Ja, ich weiß, es ist für Halloween, musst du aufpassen. Brauche ich auch nicht viel zu machen. Verkleiden brauche ich mir sowieso nicht. Die Maske habe ich schon auf. Ja, glaub mir, am Halloween werde ich schon live. Machen wir einen Halloween-Livestream, das machen wir. Ja. Ich werde mich zwar nicht schminken, aber. Wir machen. Ja, wir fahren nachts durch Umsicht. Ja, das auf jeden Fall. Also den 30. ein und den 1. den ziehen wir auf jeden Fall durch. Die zwei Tage. Da werde ich ja hier bleiben. Wann? 30. und den 1. Das ist ein Dienstag und Mittwoch. Mhm. So. Ja, da sind wir auch angekommen für die Folge, ne? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da guckt das an, der rechnet sie nicht ab. Oh, 12 Minuten, oh, das sind 12 Euro in die Kasse. 12 Euro und 30 Cent. Oh, doch. Perfekt. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke, Justin, ne? Kein Ding.